Mein Name ist Roland Psenner. Ich bin Limnologe, das heißt, ich beschäftige mich mit Gewässern, mit Süßwasser in der Regel. Mein Hintergrund ist Biochemie und Mikrobiologie. Ich bin also in die Limnologie als Mikrobiologe eingestiegen und das war zu dem Zeitpunkt eine interessante Geschichte, weil das die noch unbekannte Seite von Gewässern war. Ich habe mich also hauptsächlich mit dem bakteriellen Umsetzen in Gewässern beschäftigt und bin inzwischen mit sehr vielen Themen in Berührung gekommen, vor allem mit Umweltthemen, Eutrophierung, Überdüngung von Gewässern, Versauerung von Gewässern, Klimaerwärmung und beschäftige mich jetzt hauptsächlich mit der Geschichte dieser Gewässer. Also ich bin ein bisschen in die Paläolimnologie gewechselt. Mein Name ist Birgit Sattler, ich arbeite an der Universität Innsbruck am Institut für Ökologie. Und meine Faszination für Wasser ist eigentlich in der gefrorenen Fraktion hängen geblieben. Ich arbeite hauptsächlich an Kryosphärenhabitaten, an Schnee und Eis von Gletschern, speziell der alpinen Gebiete, aber auch der Arktis und der Antarktis. Dabei geht es eben darum, Mikroorganismen herzunehmen als Reaktionsantworten für den Klimawandel oder auch um Grundlagenforschung. Wie können diese Mikroorganismen bei diesen extremen Bedingungen überleben? Wie kann man diese auch nutzen für die Biotechnologie? Was ist Limnologie? Limnologie ist also die Beschäftigung mit Gewässerökosystemen. Und ich mache das jetzt seit etwa 40 Jahren. Und was mich immer noch fasziniert, ist wirklich das Element Wasser, weil das für Menschen, die auf dem Boden und in der Luft leben, fast unverständlich ist. Also wie funktioniert das System Wasser? Wie finden sich Organismen, vor allem kleine Organismen, im Wasser zurecht? Wie kommen sie an ihre Lebensgrundlagen? Wie funktioniert das Räuber-Beute-System im Wasser? Also alles Dinge, die mich nach wie vor beschäftigen und nicht nur mich beschäftigen, sondern eine ganze Reihe von Limnologinnen und Limnologen, von Physikern, Chemikern, Umweltwissenschaftlern beschäftigen. Am Ende dieses Kurses sollten Sie ein umfassendes Verständnis für Gewässerökosysteme haben. Und natürlich beginnen wir bei den eher einfachen Dingen. Also was ist Wasser? Wie verhält sich Wasser? Was ist die Physik des Wassers? Was sind denn die chemischen Bestandteile, die im Wasser eine Rolle spielen? Welche Organismen kommen vor? Wie verhalten sich die Organismen untereinander? Wie schauen Räuber-Beutesysteme im Wasser aus? Welche sind die großen Themen und die großen Bedrohungen für unsere Gewässersysteme? Und schließlich, was müssen wir erwarten, was mit unseren Gewässern passiert, wenn die Klimaerwärmung so fortschreitet, wie sie das bisher gemacht hat? Das heißt, wir kommen wirklich vom ganz Kleinen, vom Wassermolekül bis zum globalen System Wasser. Und ein Schwerpunkt liegt klarerweise an der Universität Innsbruck auf Gebirgsökosystemen, also auf Wasser, das in Form von Schnee, Eis, Grundwasser, Seen, Fließgewässern, Quellen vorkommt.